wir an einem Hotel? Hm. Cool. Motorrad. Geil. Jo, dann werden wir die Kiste mal ausmachen. Der Motorrad steht zu. Den Helm lassen wir einfach da, oder was? Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Ja, ja. Die Tote ich bin todmüde. Ich muss schlafen. Alter, sieh doch gerne. Guck dir mal den Arsch an. Bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben. Denn alle Opfer wurden erst 3 bis 5 Tage nach der Entführung ermordet. Die Zeit wird knapp für die Ermittler und die Chance schwindet, den Jungen noch lebendig zu finden. Michael Nady für ICN. Gott. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Boah, Alter. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Oh, ein schleimiger Typ, Alter. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ja, Treppe rechts. Ich sehe nichts. Treppe rechts. Hier. Hier ist aber keine Treppe. Ist ja nur die eine. Seid ihr doof. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Jo. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Doch. Letzter Stock also. Alter, müssen wir hier ganz hochlatschen oder? Ja, okay. Da dann doch nicht hoch. Das ist dann doch zu weit. Was ist mit dem? Ach, hallo? Das ist sie. Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Hm.
Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Haben Sie den Schlüssel? Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Komm, wir gehen mal ins Bad und kümmern uns mal um den Typen hier. Also um uns praktisch. Was ist denn was? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Oh, war jetzt sogar richtig? Mist. Wenn das richtig war, dann... Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Boah, das war wirklich... Das war richtig. Sehr geil. Ist doch... Ach doch. Ja, doch. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Nikofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Er hat ja kein... Obwohl... Paraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Der hat kein Fieber. Paracomol, Schmerzmittel, bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Er hat große Schmerzen, ich muss ihm helfen. Schmerzmittel. Hier, nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Eieiei. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Pulle war so.
Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Ja. Das werde ich. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Es tut noch weh. Aber ich muss weitermachen. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ich habe großen Durst. Ich weiß nicht, warum sie mir geholfen hat. Hoffentlich erzählt sie es niemandem. Durst. War da was drin, ne? Nur eine Festplatte? Cool. So groß war der Durst dann doch nicht, wa? Ey, die Festplatte interessiert mich aber. Festplatte ist, heißt das. Da. Was haben wir denn jetzt? Hinsetzen, aufstehen. Klasse Aktion, Kollege. Da Ding auf. Nächste Figur. Ei. Kraftwerk. Bereit zu leiden. Kraftwerk. Bin mal gespannt.